Herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Heute zeige ich euch den Army World Mod von Omega Adrenalin und Evolution Gamer. Dieser Mod bringt euch eine völlig neue Dimension mit verschiedensten Blöcken und neuen Items. Und welche Sachen genau das alles bringt, das möchte ich euch jetzt in einer Welt zeigen, die ich gerade eben schon mal erstellt habe. Und was ihr alles braucht, um in diese Welt zu kommen, das ist gar nicht mal so viel. Das ist eigentlich nur Glowstone, ein Silberbarren und ein Goldbarren, beziehungsweise Eisenbarren. Und dann machen wir uns jetzt einfach mal den Army-Leiter. Das ist so etwas ähnliches wie das ganz normale Feuerzeug. Nur ihr müsst den Glowstone dann mit diesem Army-Leiter anzünden, damit das Portal auch hergestellt wird. Sonst müsst ihr ganz normal das Portal so machen, wie ihr es auch mit einem normalen Nether-Portal machen würdet. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal. So. Hier 5 hoch, da 5 hoch. So. Dann zünden wir das Ganze mit dem Army-Leiter an. Und wir bekommen hier eine grüne Fläche, welches das Portal ist. Und dann flackert es kurz und wir sind dann auch direkt in der Army-World. Die Army World besteht im Grunde genommen nur aus grünen Blöcken. Das hier ist der Boden. Das sind die neuen Bäume bzw. die neuen Blöcke. Das sind neue Leaves und das da unten ist neues Holz. Wobei das Holz in der Version, die ich euch gerade zeige, nicht funktioniert. Da ist das normale Holz droppt. Es sollte aber später das richtige grüne Holz droppen. Aber um euch das Ganze trotzdem mal zu zeigen, werde ich mir das nachher alles trotzdem geben. Und wir sehen hier noch außerdem ganz viele Häuser. Und in diesen Häusern findet ihr die Items, die ihr auch unten in den Minen finden könnt. Das wäre dann hier Blurium und Kolium. Das Ganze lassen wir jetzt einfach mal hier drinnen, weil wir auch noch in die Minen gehen wollen. Und um den grünen Cobblestone hier zu bekommen, müsst ihr wirklich das Haus hier zerstören und euch den Cobblestone dort absammeln. Denn im Moment gibt es noch keine andere Möglichkeit, diesen Cobblestone zu bekommen. Und ich habe mir jetzt hier schon eine kleine Mine gebaut. Denn die Ores findet ihr in einer ziemlich tiefen Ebene, und zwar in den Ebenen 7 bis 12. Der Boden besteht hier nur aus diesen Sandblöcken bzw. Erdblöcken. Und ja, hier haben wir schon das erste, das wäre Blurium. Wenn ihr das abbaut, erhaltet ihr wie bei Eisen diese ganz normalen Blöcke hier. Und wir bauen jetzt erstmal ein wenig davon ab. So, das Gelbe lassen wir jetzt erstmal noch hier drinnen liegen. Dann haben wir hier oben noch das Rote, das ist Kolium, das könnt ihr auch mit einsammeln. Daraus könnt ihr dann nachher auch verschiedenste Items machen, was ich euch alles noch zeigen werde. Dann haben wir hier das Pinkerium, das buddeln wir auch mal aus. Aus einem Pinkerium bekommt ihr dann auch schon mehrere kleine Dinger raus. Das ist so etwas ähnliches wie beim Glowstone. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt das Yellowium und das bauen wir auch mal ab. So, da bekommt ihr dann diese Dinger raus, das heißt ihr bekommt rote Kohle, pinke Glowstone Dust und einen gelben Diamanten. Um herauszufinden, was wir aus diesem blauen Zeug bekommen, müssen wir uns erstmal einen Ofen craften. Diesen Ofen können wir uns aus dem grünen Cobblestone craften. Könnt natürlich auch einen ganz normalen Cobblestone Ofen machen, aber mit dem grünen Cobblestone Ofen geht das Ganze viel schneller. Und deswegen sammeln wir uns hier ein bisschen Cobblestone. Wir brauchen wie beim normalen Ofen auch 8 Stück. Und die sammeln wir uns jetzt einfach mal hier von diesem Haus ab. So, 3 müssten das jetzt sein. 4, 5, 6, 7, 8. So, alle einsammeln. Wir haben jetzt genau 8 Stück. Und jetzt gebe ich mir nochmal eben eine Workbench, weil wir diese ja brauchen, um einen Ofen zu craften. So. Gehen wir erstmal zu unserem Portal und machen das direkt daneben. So, wir setzen jetzt hier einfach mal die Workbench hin, zack, und craften uns jetzt einen Ofen. Der Ofen hat leider in dieser Version noch keine Textur, das wird aber alles in der nächsten Version behoben werden. Und wir gehen jetzt an diesen Ofen, dieser Ofen heißt Army Furnace, und wir packen da jetzt einfach mal ein Kohlestück rein und dann dieses Plurium. Ihr seht, das Ganze geht fast, ich würde sagen, vierfach so schnell wie beim normalen Ofen, und wir bekommen hier das Plurium raus, was wir auch in den Häusern finden können. Also wäre es deutlich einfacher, einfach in die Häuser zu gehen und dort die Sachen einzusammeln. So, was können wir jetzt mit diesen Stoffen überhaupt machen? Um das Ganze einfach mal einfacher zu verdeutlichen, werfe ich jetzt mal das ganze Zeug hier weg und gebe mir davon deutlich mehr. Wo haben wir das ganze Zeug? Hier.
Ich gebe mir jetzt einfach mal von allem 64, beziehungsweise unendlich viel. So. Wir gehen an die Workbench und craften uns hier ein paar Sachen. Wir können uns hier aus diesem gelben Zeug, können wir uns ein komplettes Rüstungsset herstellen, was recht hilfreich ist. Wir können uns wirklich alles herstellen, Hose, Schuhe und alles. Wobei ich gerade merke, die Hose funktioniert anscheinend noch nicht. Vielleicht wird das auch in der nächsten Version gefixt werden. Und wir probieren jetzt einfach nochmal, ob die Füße auch gehen und beziehungsweise die Schuhe funktionieren. Die Schuhe funktionieren auch im Moment noch nicht. Naja gut. Aber die Items, beziehungsweise die Schuhe und so etwas sind auf jeden Fall schon eingefügt. Das heißt, normalerweise solltet ihr sie eigentlich craften können später. Naja. Probieren wir das Ganze dann auch nochmal mit dem Blauen. Mit dem Blauen funktioniert das Ganze genauso. Auch die Leggings funktionieren anscheinend noch nicht. Ich weiß nicht, warum das Ganze noch nicht funktioniert. Müssen wir einfach nochmal abwarten. Aber auf jeden Fall können wir uns immerhin schon mal die Brustrüstung und die Kopfrüstung davon machen. Das gleiche können wir auch mit dem Pinkerium machen. Auch, da machen wir jetzt einfach auch mal die obere Teile. So. Was wir noch machen können aus dem Pinkerium ist ein pinker Glowstone Block. Der hat genau die gleiche Helligkeit wie ein normaler Glowstone. Und ja. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, ist denn dieses Holz, was ihr ja normalerweise von den Bäumen bekommen solltet, aber im Moment noch nicht bekommt. Wir stellen uns daraus jetzt einfach mal ein bisschen her. So, 64 Stück. So, daraus können wir Army Sticks machen. Machen wir einfach mal ein paar davon. So, aus diesen Army Sticks können wir wiederum Fences, Fence Gates und Leitern herstellen. Die Leitern funktionieren im Moment leider auch noch nicht. Ja, und dann können wir uns noch Leitern herstellen kurz. So, außerdem gibt es im Moment noch einen Bug, dass sich die Fences und die Fence Gates nicht verbinden. Die Leitern funktioniert überhaupt nicht. Aber das Ganze können wir aber dennoch trotzdem hinsetzen und das Gate funktioniert trotzdem, wie es soll. Es verbindet sich halt noch nicht und die Leitern funktionieren überhaupt nicht. So, was wir noch Schönes haben, wäre dann, jetzt muss ich kurz nachdenken. Eigentlich gar nichts mehr. Wir könnten uns zumindest noch die Leaves von den Bäumen sammeln, wobei das etwas schwerer ist, weil die Leaves etwas weiter oben sind, wobei manche auch noch ziemlich weit unten sind. Aber naja, ich würde sagen, das war jetzt alles, was mit diesem Mod eingefügt wird. Vielleicht werden irgendwann noch viele neue Sachen eingefügt, vielleicht werden irgendwann noch Monster eingefügt. Man weiß ja nie, was noch alles so kommt. Aber bis jetzt finde ich den Mod eigentlich gar nicht so schlecht. Jedoch könnt ihr in dieser Welt noch nicht sehr viel machen. Ihr könnt euch nur neue Rüstung herstellen, neue Leitern und neue Fences. Also, ja. Wie ihr den ganzen Mod installiert, das seht ihr in der Beschreibung. Das ist nur eine einzelne Installationsdatei, die ihr nur ausführen müsst und das Ganze installiert sich dann von alleine. Und ich hoffe, ich habe euch geholfen und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.